Verwenden wir mal das Quotientenkriterium in einem Beispiel. Und zwar gucken wir uns die Reihe an, k gleich 0 bis unendlich, 1 durch k Fakultät. Und ich behaupte, die konvergiert nach dem Quotientenkriterium. Was müssen wir uns angucken? Wenn das hier ak ist, brauchen wir einen Betrag von ak plus 1 durch ak. Und das ist ak plus 1 ist 1 durch k plus 1 Fakultät. Ak ist 1 durch k Fakultät. Wenn ich also dadurch dividiere, ist es mal k Fakultät. Bleibt also 1 durch k plus 1 Fakultät übrig. Und das geht gegen 0 für k gegen unendlich. Und wenn es gegen 0 geht, heißt es insbesondere, dass es ein k0 geben muss, ab dem das hier echt kleiner als 1 ist. Also konvergiert die Reihe. Absolut nach dem Quotientenkriterium, bloß das Absolut ist hier keine Zusatzinformation, weil hier sowieso alle Folgenglieder positiv sind. Wenn wir uns daran erinnern, den Beweis vom Wurzel- und Quotientenkriterium, den wir gerade gesehen haben, da wurde das Majorantenkriterium jeweils verwendet mit der geometrischen Reihe als Majorante. In dem Sinne ist das Wurzel- und Quotientenkriterium ein Spezialfall des Majorantenkriteriums. Aber man kann auch mehr sagen, man kann sagen, dass das Wurzelkriterium stärker ist als das Quotientenkriterium. Und das sagt das folgende Lemma. Wenn wir Cn eine Folge positiver reeller Zahlen haben, dann gilt, dass der Limes Superior der Entenwurzel aus Cn immer kleiner gleich ist dem Limes Superior von dem Quotienten aus Cn plus 1 und Cn. Das wollen wir mal beweisen. Und der erste Fall soll sein, dass der Limes Superior n gegen unendlich der rechten Seite, also von cn plus 1 durch cn, dass der schon unendlich ist. Dann ist die Aussage aber klar, dass bei allen reellen Zahlen und auch plus und minus endlich immer kleiner gleich unendlich ist. Das heißt, wir müssen uns kümmern um den Fall, dass der Limes Superior n gegen unendlich von cn plus 1 durch cn, nennen wir mal Q, dass das eine reelle Zahl ist. Und dann gibt es ein N0 in den natürlichen Zahlen, sodass Cn plus 1 durch Cn kleiner gleich Q ist für alle N größer gleich N0. Denn der Limsup ist der größte Häufungspunkt. Und wenn das hier nicht erfüllt wäre, was wir gerade hingeschrieben haben, wenn es eine unendliche Folge von natürlichen Zahlen gäbe, sodass cn plus 1 durch cn immer größer als q ist, dann hätten wir auch einen Häufungspunkt, der größer wäre als q. Und somit gilt für alle n größer gleich n0, dass cn kleiner gleich q mal cn minus 1 ist, kleiner gleich q Quadrat cn minus 2 und so weiter bis cn 0 und dann haben wir davor stehen q hoch n minus n 0. Also wir haben cn kleiner gleich q hoch n minus n 0 cn 0. Und damit, weil das ja alles nicht negative Zahlen sind, haben wir, dass die Entenwurzel aus cn kleiner gleich ist der Entenwurzel aus qn minus n0 mal cn0. Und das ist 0 für q gleich 0. Und ansonsten q mal der Entenwurzel von q hoch minus n0 cn0.
Das geht aber gegen Q für N gegen unendlich, weil wir in den Beispielen der oft vorkommenden Folgen gesehen haben, dass die nth Wurzel einer positiven reellen Zahl gegen 1 geht für N gegen unendlich. Und damit geht das Produkt hier gegen Q. In jedem Fall ist der Lim-Sub der nten Wurzel aus Cn für n gegen unendlich, damit aber kleiner gleich Q. Und das ist genau das, was wir zeigen wollten, weil Q ja der Wert der rechten Seite ist. Jetzt haben wir also diese Ungleichung der beiden Lim-Subs gezeigt. Und wenn wir das jetzt nochmal überlegen für das Quotientenkriterium, wenn wir eine komplexe Reihe haben, wäre das Quotientenkriterium erfüllt, wenn der Lim-Sub von Betrag von an plus 1 durch an, wenn der echt kleiner als 1 ist, ne, stellen wir uns also vor, dass cn ist Betrag von an, das heißt, wenn die rechte Seite hier echt kleiner als 1 ist, dann ist aber auch die linke Seite echt kleiner als 1 und das Wurzelkriterium wäre erfüllt. In dem Sinne ist das Wurzelkriterium immer stärker als das Quotientenkriterium. Gucken wir uns mal ein Beispiel an, wo man mit dem Quotientenkriterium nicht durchkommt, aber mit dem Wurzelkriterium schon. Und zwar gucken wir uns die Reihe an, an, n gleich 0 bis unendlich, mit an wie folgt. Für n ungerade sei es 2 hoch minus n plus 1 halbe und für n gerade sei es 3 hoch minus n halbe. So, wir wollen jetzt zeigen, dass diese Reihe absolut konvergiert und wir probieren es doch erstmal mit dem Quotientenkriterium. Auch wenn ich schon gesagt habe, das wird nicht gehen. Wir müssen uns angucken, an plus 1 durch an im Betrag, aber hier ist sowieso alles, was auftaucht, positiv. Was ist das? Das ist jetzt, hängt wieder davon ab, ob n ungerade ist oder n gerade. Wenn n ungerade ist, ist n plus 1 gerade. Das heißt, wir haben drei hoch minus n plus 1 halbe durch 2 hoch minus n plus 1 halbe, also insgesamt 2 hoch n plus 1 halbe multipliziert, also 2 Drittel hoch n plus 1 halbe. Das ist, falls n ungerade ist. Wenn n gerade ist, ist n plus 1 ungerade. Das heißt, wir haben 2 hoch minus n plus 1 halbe durch 3 hoch minus n halbe, also mal 3 hoch n halbe. Also ist das gleich 1 halb mal 3 halbe hoch n halbe. Und dann sehen wir, für n ungerade geht das zwar gegen 0 für n gegen unendlich, aber das hier, weil 3 halbe größer als 1 ist, geht das gegen unendlich. Also hier ist der Lim-Sub von n gegen unendlich von an plus 1 durch an. Der ist unendlich und damit kann man das Quotientenkriterium nicht anwenden. Aber mit dem Wurzelkriterium kriegen wir, dass die nte Wurzel aus an, was ist das? Da haben wir auch wieder n ungerade und n gerade. Für n ungerade sehen wir, dass es 1 durch Wurzel 2 und die 2 nte Wurzel von 2. Und für n gerade ist das 1 durch
die Wurzel aus 3. Wir wissen, dass die n-te Wurzel aus einer positiven reellen Zahl, dass die gegen 1 geht für n gegen unendlich und damit geht als Teilfolge auch die 2n-te Wurzel von p gegen 1 für n gegen unendlich. Das heißt, für n ungerade geht das hier gegen 1 durch Wurzel 2 und das untere gegen 1 durch Wurzel 3. Das heißt, wir haben 2 Häufungspunkte und damit ist der Lim-Sub n gegen unendlich n-te Wurzel aus an ist der größere dieser beiden Häufungspunkte und der größere ist 1 durch Wurzel 2, aber das ist immer noch kleiner als 1. Also konvergiert die Reihe absolut. Dann kann man sich jetzt natürlich fragen, wenn das Wurzelkriterium stärker als das Quotientenkriterium ist, warum kümmern wir uns noch über das Quotientenkriterium? Und da muss man sich einfach nur bewusst machen, dass nur bei etwas stärker ist als was anderes, heißt das nicht, dass man das leichter anwenden kann. Ja? Oft ist es halt schwierig, den Grenzwert von Entenwurzeln von irgendwas zu bestimmen. Wenn wir uns an das Beispiel erinnern, 1 durch k Fakultät, k gleich 0 bis unendlich, da haben wir sehr leicht das Quotientenkriterium angewendet und gesehen, dass das absolut konvergent ist. Und mit dem Wurzelkriterium müssen wir uns jetzt überlegen, wohin geht denn die n-te Wurzel aus 1 durch n Fakultät? Ja, und das ist schwieriger und haben wir noch nicht gemacht. In dem Sinne hat auch das Quotientenkriterium seine Existenzberechtigung, weil manchmal ist es einfach leichter, da den Grenzwert oder den Lim-Sub zu bestimmen. Und dann würden wir halt eher das Quotientenkriterium anwenden. Genauso hätte man auch fragen können, warum wir eigentlich das Wurzelkriterium haben, wo es ja doch einfach ein Spezialfall des Majorantenkriterium war. Ja, und natürlich kann man überall da, wo man das Wurzelkriterium anwenden kann, das Majorantenkriterium auch anwenden, indem man einfach diesen Beweis nachbaut mit dieser geometrischen Reihe. Ja, aber wenn man das jetzt einmal gemacht hat, kann man insgesamt das Wurzelkriterium jetzt immer anwenden, falls es geht. Es gibt aber auch ein Beispiel von einer absolut konvergenten Reihe, wo wir die Konvergenz nicht mit dem Quotienten- oder Wurzelkriterium zeigen können. Das wollen wir uns jetzt mal angucken. Ein solches Beispiel wollen wir uns jetzt mal angucken, und zwar ist das die Reihe k gleich 1 bis unendlich 1 durch k Quadrat. Die konvergiert absolut. Und das wollen wir eigentlich gerne zeigen. Aber das Quotientenkriterium können wir nicht anwenden, weil an plus 1 durch an, das wäre hier, wenn das hier wieder ak ist, wäre das n plus 1 wäre 1 durch n plus 1 Quadrat und da n wäre 1 durch n Quadrat und wenn ich dadurch definiere, kriege ich das hier oben in Länder. Das geht gegen 1 für n gegen unendlich. Das heißt, der Lim-Sub wäre hier 1, kann ich also das Quotientenkriterium nicht anwenden und ähnlich sehe ich beim Wurzelkriterium. N-te Wurzel aus an ist n-te Wurzel aus n Quadrat. Das ist n-te Wurzel aus n ins Quadrat und auch das geht gegen 1 für n gegen unendlich. Das heißt, die kann ich beide nicht anwenden, um zu sehen, dass das eine absolut konvergente Reihe ist. Aber wir können das hier direkt zeigen, dass die Reihe absolut konvergiert. Wenn wir uns angucken, Summe k gleich 1 bis n, die Partialsumme, von 1 durch k Quadrat. Und wir wollen das clever summieren, indem wir, wenn wir das jetzt hier mal so ausschreiben würden, immer alle Summanden zusammenfassen von k gleich 2i
bis 2 i plus 1 minus 1. Also für i gleich 0 wäre es k gleich 1 bis 1. Für i gleich 1 wäre es vom zweiten Summanden bis zum dritten Summanden. Für i gleich 2 wäre es vom vierten Summanden bis 2 hoch 3 minus 1, also bis 8. Also bis 7. Und so weiter. Und das geht jetzt von i gleich 0 bis, und n sollte auf alle Fälle drin sein, damit es wirklich kleiner gleich ist, diese Summe, die hier bis m geht, sollten alle Summanden bis 1 durch n Quadrat vorkommen. Das heißt, es sollte hier sein für n kleiner als, was sagen wir mal, 2 hoch m würde schon reichen. So, und das möchte ich jetzt abschätzen, indem ich sage, immer da, wo ich geklammert habe, sind alle Reihenglieder immer kleiner gleich dem, was als erstes vorkommt. Also habe ich hier die Summe von k gleich 2 hoch i bis 2 i plus 1 minus 1 und 1 durch k Quadrat. Das kleinste wäre, wenn k gleich 2 hoch i ist, also habe ich hier 1 durch 2 hoch 2 i stehen. So, und jetzt hängt der Summand aber gar nicht mehr von k ab. Das heißt, ich kann schreiben, dass die Summe von i gleich 0 bis m, wie viele Summanden gibt es hier? Da gibt es 2 hoch i Summanden. Da habe ich 2 hoch i durch 2 hoch 2 i. Also Summe von i gleich 0 bis m, 1 durch 2 hoch i. Ah, das kommt uns aber bekannt vor, dass die geometrische Reihe, Summe ist also kleiner gleich, Summe i gleich 0 bis unendlich, 1 durch 2 hoch i. Und das ist 1 durch 1 minus 1 halb, was gleich 2 war. Damit die Folge der Partialsummen nach oben beschränkt, immer kleiner gleich 2. Und da sowieso alle Glieder positiv sind, ist monoton wachsend. Das heißt, Summe von k gleich 1 bis unendlich, 1 durch k Quadrat konvergiert. Und damit konvergiert es natürlich absolut, weil alle Folgenglieder positiv sind. Analoger Beweis funktioniert für Summe k gleich 1 bis unendlich, 1 durch k hoch s, für alle s größer als 1. Für s gleich 1 kann es nicht konvergieren, weil das die harmonische Reihe und die konvergiert überhaupt nicht.